Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Risen. Wir befinden uns jetzt in der Hafenstadt und ja, für uns gibt es jetzt glaube ich erstmal für eine Weile keinen Weg raus. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mich überall einfach bedienen darf oder kann. Raus! Ja, ich gehe schon. Ich gehe schon. Jetzt verschwinde endlich! Ich gehe schon. Hau schon ab! Er hat mich zum Glück nicht beim Stehlen erwischt. Nur wie ich da eingebrochen bin. Darf ich hier rein? Raus! Ja, ja, ich gehe. Verschwinde von hier! Ich gehe schon raus. Questerfolg in der Hafenstadt. Erfahrung plus 100. Level aufgestiegen. Ahnung! Hast du vielleicht ein paar Münzen für einen armen Bauern? Ich bin selber... Ich habe kaum was zu essen und meine Frau Martha ist krank. Ich bin selber bankrott. Hast du keine Arbeit? Hast du keine Arbeit? Ich habe die Kühe bewacht. Aber jetzt ist meine Frau krank. Die paar Münzen, die ich noch habe, reichen vorne und hinten nicht. Ich habe auch gerade mal 6 Gold. Ich habe 25 Gold. Kann ich ihm das geben? Das kannst du dir nicht leisten. Ich habe kein Gold. Ich habe kein Gold. Natürlich nicht. Ich wette, Leto hat dich nur aus Nächstenliebe reingelassen. Wenn du nicht zahlen willst, sag das einfach. Aber versuch nicht, mich zu verarschen. Was für verarschen? Ich hab mein letztes Gold dafür ausgegeben, hier rein zu dürfen. Das ist Delgado. Du bist doch neu hier, oder? Leto hat für dich wohl mal kurz das Hintertor geöffnet, wie? Das hört sich falsch an. Ja, ich komme von draußen. Und wenn es so wäre? Und wenn es so wäre? Keine Angst, ich verrate dich nicht. Schließlich wollen wir ja keinen Ärger mit dem Gesetz kriegen. Und ich habe schon mehr als genug davon. Du hast Ärger mit dem Gesetz? Du hast Ärger mit dem Gesetz? Das Gesetz ist doch nur ein Vorwand, uns alle in die Stadt zu sperren. In Wirklichkeit will der Orden doch nur in Ruhe die Ruinen plündern. Erst wenn sie den letzten Krümel Gold aus den Ruinen geholt haben, lassen sie uns wieder raus. Don Esteban hat das sofort begriffen. Nun, wieso bist du in der Stadt und nicht draußen bei Don Esteban? Wieso bist du in der Stadt und nicht draußen bei Don Esteban? Ganz einfach. Don Esteban gibt nur ungern etwas her, was ihm gehört. Die Geschäfte in der Stadt müssen weiterlaufen. Deshalb sind ein paar von uns hier geblieben und kümmern sich darum. Was macht ihr für Geschäfte? Was macht ihr für Geschäfte? Alles, was uns Gold bringt. Damit holen wir uns dann die Kontrolle über die Stadt zurück. Denn darum geht es. Wenn wir erstmal die Stadt kontrollieren, werden wir an jedem Geschäft mitverdienen. Und das lassen wir uns nicht wegnehmen. Nicht vom Inquisitor und schon gar nicht von Kommandant Carlos. Was sagt denn der Orden zu euren Geschäften? Was sagt denn der Orden zu euren Geschäften? Er behindert uns, wo er kann. Seit die Ordenskrieger mit ihren schicken, weißen Uniformen in die Stadt gekommen sind, lassen sie uns nicht mehr aus den Augen. Die warten doch nur darauf, dass wir Ärger machen, damit sie uns in die Vulkanfestung bringen können. Besonders dieser Sabrosa hat es auf mich abgesehen. Ständig ist er in meiner Nähe. Erzähl mir von Kommandant Carlos. Erzähl mir von Kommandant Carlos. Ha! Er ist der Kettenhund vom Inquisitor. Er ist jetzt der neue, starke Mann in der Stadt. Er hat sein Hauptquartier oben im Wachhaus. Von dort versucht er, uns fertig zu machen. Aber das wird ihm nicht gelingen. Das klingt so, als könntest du Hilfe gebrauchen. Das klingt so, als könntest du Hilfe gebrauchen. In der Tat. Ich muss für den Don noch eine Menge Gold zusammenkratzen. Wenn ich nicht bald was an ihn schicke, kriege ich noch Probleme mit meinen eigenen Jungs. Wenn du mir hilfst, ist da eine Menge für dich drin. Was bietest du mir, damit ich dir helfe? Was bietest du mir, damit ich dir helfe? Abgesehen von dem Gold, das du von mir bekommst, bin ich der beste Taschendieb der Stadt. Du meinst, du kannst mich unterrichten? Genau das. Ich kann aus dir einen Taschendieb machen. Und wenn wir erstmal die Stadt wieder kontrollieren, nimmt Don Esteban dich in unsere Bande auf. Wie kann ich dir helfen? Wie kann ich dir helfen? Costa der Pfandleiher macht hier in der Gosse gute Geschäfte. Er nimmt die Bauern aus und stopft sich die Taschen voll Gold. Wo ist das Problem? Seit der Orden da ist, zahlt er sein Schutzgeld nicht mehr.
Er hat sich einen Schläger besorgt und glaubt, er kommt damit durch. Langsam geht er mir gehörig auf den Sack. Mein Boss will Gold von mir sehen. Und wenn ich nicht liefern kann, kriege ich Ärger. Ich bringe dir dein Gold, kein Problem. Ich bringe dir dein Gold. Es wird Zeit, dass wir ihm zeigen, dass wir in der Gosse immer noch das Sagen haben. Aber stell dir das nicht so leicht vor. Costa wird nicht freiwillig zahlen. Schon gar nicht jetzt, wo er einen Schläger hat. Wie viel Gold schuldet Costa dir? Wie viel Gold schuldet Costa dir? Er hat mir viel Ärger gemacht. 300 Goldstücke sind angemessen. Die Hälfte kannst du behalten. Wie soll ich ihm das Gold abnehmen? Wie soll ich ihm das Gold abnehmen? Das ist mir völlig egal. Wenn du ihn ordentlich verprügelst, kannst du es ihm vermutlich einfach abnehmen. Aber leg ihn nicht um. Das bringt nur Ärger. Und pass auf seinen Schläger auf. Hast du noch einen Tipp für mich? Wenn du einfach auf Costa losgehst, wirst du dich um ihn und seinen Schläger gleichzeitig kümmern müssen. Das solltest du vermeiden. Am besten, du erledigst sie nacheinander. Versuche, deine Gegner zu provozieren, dann mischt sich keiner in euren Kampf ein. Ansonsten kriegst du leicht Probleme mit den Wachen, und das willst du ja nicht. Okay, Delgado. Darf ich den Apfel nehmen? Ich speichere vielleicht einmal. So. Okay, Costa. Wo ist Costa? Wer ist Costa? Warte! Ich bin Sabrosa, ein Ordenskrieger der Heiligen Flamme. Ich habe gesehen, dass du mit Delgado gesprochen hast. Und? Du solltest darauf achten, mit wem du dich einlässt. Ja, mit euch möchte ich nicht, mich nicht einlassen. Wo führt das hier hin? Ich will jetzt erstmal wissen, wo das hinführt. Es hat gespeichert. Was ist das? Ukos. Ukos wacht über Lagerhaus. Aha. Und sonst? Alles klar bei dir, Großer? Alles klar, Boss. Kannst du mir zeigen, wie ich so stark werde wie du? Niemand ist stark wie Ukos. Aber ich dir helfe, stark zu werden. Hast du Gold? Ukos braucht Gold für Fleischerei. Zeig mir, wie man kämpft. Was kann er mir bei mir? Stärke plus 1, 11 Gold. Das Axt. Ich mach mal das hier Stärke. Du hast kein Gold, geh weg. Gut, dann kein Stärke. So. Heilwurzel, nice. Lukor? Hey! Warte, nicht hier. Was? Carrasco muss ja nicht alles mitkriegen. Lass uns woanders hingehen. Okay, Lukor? Ich weiß jetzt nicht, was passiert ist. Das ist auf einmal so. Hast du ein Problem mit Carrasco? Nein, es ist genau umgekehrt. Er hat ein Problem mit mir. Er guckt mir ganz schön auf die Finger. Hat Angst, dass ich hier was klaue. Und? Klaust du? Solange mir niemand was nachweisen kann, bin ich ein unbescholtener Bürger. Sie haben mich sogar durchsucht, aber nie etwas gefunden. Ich bin zu schlau für sie. Ich suche übrigens nach Arbeit. Wenn du Kisten schleppen willst, musst du zu Carrasco gehen. Allerdings glaube ich nicht, dass du solche Arbeit suchst. Und was glaubst du, suche ich? Etwas, das mit höherem Risiko und höherem Gewinn verbunden ist. Habe ich recht? Was hast du anzubieten? Ein paar von den Jungs, die für Carrasco Kisten schleppen, arbeiten nebenbei für mich. Sie lassen ein paar Teile aus dem Lagerhaus mitgehen und dafür kriegen sie von mir eine anständige Bezahlung. Aber die Idioten kriegen den Hals nicht voll. Sie verlangen das Doppelte von dem, was ausgemacht war. Aber das können sie mit mir nicht machen. Nicht mit mir. Über welche Jungs sprechen wir? Da ist Buddy, ein Arbeiter hier aus dem Hafen. Und sonst?
Ingvar und Vasili haben beide keinen festen Job und helfen hier nur ab und zu aus. Die meiste Zeit sind sie in Pattys Kneipe. Was haben sie gestohlen? 5 Rüstungsplatten. Es sind goldene Stücke alter Rüstungen, die in den Ruinen gefunden wurden. Klingt interessant. Kann man die benutzen? Du meinst, um die eigene Rüstung besser zu machen? Ja. Nein, aber sie sind trotzdem wertvoll. Was soll ich mit den Jungs machen? Nimm ihnen die Platten wieder ab und bring sie mir. Wie du das machst, ist mir egal. Mir ist nur wichtig, dass am Ende die 5 Platten in meiner Tasche sind. Und Carrasco darf die Teile nicht bekommen. Am besten ist, er kriegt nichts von dem mit, was hier läuft. Was bekomme ich, wenn ich dir helfe? Du bekommst das, was ich mit den Jungs ausgemacht habe. 50 Goldstücke für jede Platte. Bei 5 Platten sind das 250 für dich. Schneller und leichter wirst du hier nirgendwo an so viel Gold kommen. Das glaube ich. Ich will 400. Willst du mich ruinieren? Da kann ich den Jungs ja direkt das Gold in den Rachen schmeißen. Ich sehe das so. Wenn deine Jungs das Doppelte wollen, musst du 500 Goldstücke zahlen. Und wenn ich die Drecksarbeit für dich machen soll, kostet dich das was. Bei 400 kommst du immer noch gut weg. Gut, du bekommst die 400. Das hat geklappt. Aber nur, wenn du dafür sorgst, dass sich die Penner in Zukunft an die Abmachung halten. Ich besorge dir die Rüstungsplatten. Ich wusste, dass du eine Chance erkennst, wenn du eine bekommst. Ich bin hier, wenn du mich suchst. Ich dachte nicht, dass das so leicht klappt mit den Dingens hier. So. Buddy? Oi! Wie ist die Lage? Sieht nicht gut aus. Kein Ende der Stürme in Sicht. Du bist ein Seemann? Ei, Fischer, um genau zu sein. Aber bei den Stürmen fahre ich nicht raus. Jetzt schleppe ich Kisten. Viel kriege ich zwar nicht dafür, aber Carrasco lässt schon mal eine Wurst oder ein paar Goldstücke springen. Du besitzt Artefakte. Lass mich raten. Lukor hat dich geschickt. Aber ich sage dir was. Ich habe es satt, für Lukor die Drecksarbeit zu machen, während er sich den Gewinn einsackt. Aber dieses Mal nicht. Ich will eine ordentliche Bezahlung, sonst kannst du dich gleich wieder verpissen. 200 Goldstücke will ich haben. Muss ich dich erst verprügeln? Du willst mich niederschlagen und mir die Rüstungsplatten abnehmen? Ich habe mir schon sowas gedacht. Deshalb trage ich die Rüstungsplatten nicht bei mir. Ich habe sie gut versteckt. Ohne meine Hilfe findest du sie nie. Wo sind die Rüstungsplatten? Bezahl mich und du erfährst es. Falls nicht, kannst du ewig danach suchen. Wo hast du die Platten versteckt? Bezahl mich, dann sag ich es dir. Ich versuch's nochmal. Sag mir sofort, wo die Platten sind. Was soll das? Du weißt doch, was ich will. Bezahl mich, Mann! Sonst sag ich es Ukos. Was hat Ukos damit zu tun? Ukos ist ein großer, starker Schläger und er schuldet mir noch was. Aber darüber solltest du dir nicht den Kopf zerbrechen. Bezahl mich einfach. Okay, Annika? Hallo. Wenn du was von mir willst, musst du erstmal bei Sonja bezahlen. Solange behältst du gefälligst deine Pfoten bei dir, klar? Was? Verstehe. Wer ist Sonja? Sag bloß, du kennst Sonja nicht. Was bist du denn für einer? Donna Sonja ist mein Boss. Ihr gehört das Bordell am westlichen Hafenkai. Oh ja. Okay, die rote Laterne wahrscheinlich. Halt! Was ist los? Das Lagerhaus untersteht dem Orden. Und? Und ich hab schon mehr als genug Ärger mit Typen wie dir. Krieg ich mit, dass du dich drin rumtreibst, hau ich dir aufs Maul. Was hast du für Ärger? Der Schmuggel mit den Artefakten. Es ist schon schlimm genug, dass sie aus den Ruinen gestohlen und in die Stadt gebracht werden. Aber dazu kommt noch, dass auch das Lagerhaus nicht sicher vor Diebstählen ist. Alles, was wir einsammeln, versuchen die Banditen uns wieder abzunehmen. Ja, da will ich aber nicht helfen. Ich bin dem Orden die sind mir nicht sympathisch. So, ich gucke mal. Da musst du vorsichtig sein. Hilfsoffizier, Seemann. Die sind unberechenbar. Vasili? Ahoi! Was machst du hier? Gute Frage. Eigentlich gar nichts. Im Hafen gibt es gerade nichts zu tun und den Job bei Patty habe ich auch an den Nagel gehängt. Du arbeitest für Patty? Arbeitest für Patty?
Ich habe für Patty gearbeitet, Bier rumgetragen. Aber die wenigen, die noch trinken, kommen eh in die Kneipe. War also kein Bedarf mehr. Zum Glück musste ich meine Koje bei ihr noch nicht räumen. Jetzt helfe ich ab und zu im Hafen aus. Erzähl mir was über den Hafen. Da ist nicht viel los, kommen ja auch keine Schiffe. Die einzige Möglichkeit, an einen Job zu kommen, ist Carrasco. Er gehört zum Orden und verwaltet das Lagerhaus. Außerdem bezahlt er miserabel. Halt dich an Lucor. Er hat da was Eigenes am Kochen. Und wenn du dich gut anstellst, ist die ein oder andere Münze extra drin. Aber lass dich nicht über den Tisch ziehen. Lucor ist ziemlich geizig. Lucor schickt mich übrigens. So, so. Ich nehme an, er hat dir auch mein Gold mitgegeben. 200 Goldstücke und du kannst das Zeug haben. 200 Goldstücke sind zu viel. Ah, daher weht der Wind. Du bist ein Schläger. Also, ich sag dir jetzt mal, wie das läuft. Du bezahlst meinen Preis oder du musst mich umhauen. Such es dir aus. Ich mach das später. Oder warte. Ich mach nochmal einen neuen. Speicherstand. Ich werde dich umhauen. Das haben schon ganz andere versucht. Ich will's mal riskieren. Mach's doch was! Mist. Ja! Mach schon! Wieso sind die alle so stark? Ja! Jetzt wird spannend! Los doch! Sauberer! Wieso müssen die alle immer so stark sein, verdammt? Ich hau ihn nicht um. Aber ich habe auch das Geld nicht. So, und wer bist du? Dirne. Ist was? Seemann? Was ist das hier? Ingvar. Hat meine Alte dich geschickt? Ja, genau. Deine Frau hat mich geschickt. Ja, genau. Deine Frau hat mich geschickt. Dann sage ich, komm zurück, sobald ich Gold aufgetrieben habe. Was machst du hier? Das frage ich mich auch. Ernte weg, Kühe weg. Und dann haben sie uns vom Hof gejagt. Und jetzt will Carrasco mir nicht mal mehr einen Job als Kistenschlepper geben. Vielleicht säufst du zu viel. Ach, Quatsch. Das hat damit nichts zu tun. Sondern? Langsam fängst du an, mir auf den Sack zu gehen. Wenn du quatschen willst, geh zu Lucor. Der weiß doch, was läuft. Lucor schickt mich. Oh, Scheiße. Der ist ja noch schlimmer als meine Frau. Du hältst dich nicht an die Abmachung, sagt er. Und Vasili sagt, wenn wir alle unser Gold wollen, dürfen wir uns auf nichts anderes einlassen. Also, ich will 100 Goldstücke für die Platte. Geh mit dem Preis runter. Nein, Vasili hat mich davor gewarnt. Das werde ich nicht tun. Ich kann mir deine Platte auch einfach nehmen. Ha, du glaubst wohl, ich bin nur ein alter Säufer. Ich hoffe es doch. Aber ich habe meinen Hof gegen die Monster verteidigt. Dann werde ich diese alte Platte auch noch beschützen können. Willst du es darauf ankommen lassen? Wenn es sein muss. Komm mit nach draußen, wenn du ein Kerl bist. Du willst dich mit mir prügeln? Gut, gehen wir raus. Steck die Waffe wieder ein. Und jetzt entspannen wir uns wieder. Ingvar? So, dann zeig mal, was du kannst. Ich hau dich um. Immer feste drauf. Los da! Okay, Ingvar ist doch einfacher. Ich hoffe es auch, aber auch. Los da! Immer feste drauf! Ja! Los da! Ja! Okay. Habe ich geschafft?
Redet er gleich noch mit mir? Ich brauche einen Wassertrunk. Mann, hast du einen Schlag drauf. Verdammt, jetzt habe ich nichts mehr. Hoffentlich kann ich bei Patty anschreiben. Luca? Suchst du wen? Ja, ich habe die erste Platte. Wer bist du, Ordenskrieger? Rodriguez? Was ist das hier? Steaks und Zwiebeln, ein Kochbuch. Das schreibe ich mir mal ab. Erfahrung plus 10, okay. Mo. Hi, ich bin der Mo. Und was machst du hier? Was machst du hier? Ich arbeite für Dagel. Ich liefere das Fleisch aus. Und sonst? Ich beseitige auch die Schlachtabfälle, halte die Fleischerei sauber, koche das Fett ein und hol die Kühe. Ich habe einen ziemlich langen Tag, also wenn du nichts Bestimmtes willst, lass mich arbeiten. Okay. Ich klaue hier mal nichts. Ich werde dir besser auf die Finger schauen, solange du hier bist. Was willst du hier? Wenn du deine Kuh suchst, bist du ja falsch. Hier gibt es nur tote Kühe. Und die sind Eigentum des Ordens. Ich suche keine Kuh. Dem Gürger sei Dank. Das Letzte, was ich heute noch gebrauchen kann, ist ein zeternder Bauer. Wieso? Die kommen hier rein und behaupten, ich hätte ihre Kuh gestohlen. Dabei geschieht ja alles nur auf Anordnung des Ordens. 2 Stunden Gelaber für nichts. Frag mal Mo. Der kann ein Lied davon singen. Du verdienst hier bestimmt eine Menge Gold. Du verdienst hier bestimmt eine Menge Gold. Das Schlachthaus ist eine Goldgrube. Aber der Gewinn geht fast komplett an den Orden. Ich werde nur fürs Schlachten bezahlt. Wenn du mehr wissen willst, musst du nach nebenan gehen und mit Baxter reden. Er führt die Bücher. Ich bringe ihm jeden Abend die Kasse und bekomme meinen Lohn. Kann ich hier Fleisch kaufen? Kann ich hier Fleisch kaufen? Wir sind ein Schlachthaus. Natürlich kannst du hier Fleisch kaufen, wenn du zahlen kannst. Ich habe Fleisch am Stück und Wurst. Lass uns handeln. Mal gucken. Ragout, Eintopf, gebratenes Fleisch, Rostfleisch, Wurst, Zwiebeln, Schöfkelle, Pfanne. Okay. Na, das war's dann. Kann ich auch nach oben oder gibt's dann Ärger? Okay, die kommen nach oben. Fass hier bloß nichts an. Ja, ich mach nichts. So. Das ist Baxter? Moment. 3-mal dicke Rippe zu 25 und 18 Hinterschinken sind 265. Ja, was gibt's? Du rechnest? Ja, ich mache die Abrechnungen und führe die Bücher der Fleischerei. Verstehe. Rechnen ist gar nicht so schwer. Du musst nur mit den kleinen Zahlen anfangen. Ich kann rechnen. Wirklich? Lust auf eine kleine Aufgabe? Okay, komm. Gib's mir. Wie viel ist 14 mal 17? Hat er nicht gesagt, kleine Aufgaben? 14 mal 17? ...248. Naja, das war dann wohl nichts. Immer schön Scheiße. Üben. Hier gibt's Zwiebeln. Okay, Kopfrechnen kann ich nicht. Ich habe jetzt gedacht, das wäre was Einfacheres. Bauer. Bürgerin. Was passiert, wenn ich da reingehe? Du bist doch kein Dieb, oder? Nein. Ich schwöre. Wer ist das? Lilly. Du siehst aus, als ob du Gold hättest. Wenn du Spaß und Entspannung suchst, bist du bei uns in Sonjas Bordell genau richtig. Schau doch mal bei uns vorbei, Süße. Wir haben Tag und Nacht für dich geöffnet. Du wirst es nicht bereuen. Werd's mir merken. Vielleicht ein andermal. Aktuell habe ich 23 Gold. Ich glaube nicht, dass ich mir eine von euch leisten könnte. Aber ich guck mir mal die Hütte an. So, Eriksson? Was willst du von mir? Kümmere dich um deinen eigenen Kram. Ich bin neu in der Stadt. Ich bin neu in der Stadt. Ist mir doch scheißegal. Verschwinde.
Oder du kriegst ein paar aufs Maul. So. Carol? Lass mich. Ich bin gar nicht da, okay? Was ist los mit dir? Was ist los mit dir? Ach, es ist dieses besoffene Schwein Erickson. Tagelang saß er da auf der Bank und starrte mich so unheimlich an. Schließlich hat er bei Donna Sonja für mich bezahlt und ich sollte mit ihm gehen. Ich habe mich geweigert und da hat er mich verprügelt, das Schwein. Ich werde mich um den, Hat dir denn niemand geholfen? Hat dir denn niemand geholfen? Tz, wer denn? Donna Sonja? Die hat doch selbst Angst vor ihm. Die Weißen interessieren sich nicht für die einfachen Leute. Und die korrupte Stadtwache kannst du auch vergessen. Das ist dein Problem. Nee, ich werde mich um den Dreckskerl kümmern. Ich werde mich um den Dreckskerl kümmern. Wirklich? Würdest du das für mich tun? Ich würde dir all mein Erspartes geben, wenn das Schwein endlich aus unserem Haus verschwindet. Aber sei vorsichtig. Er ist ein mieser Hundesohn. Ich pass schon auf. Gehört Erickson zu den Banditen des Don? Gehört Erickson zu den Banditen des Don? Ach was, er kam mit einem Schiff hierher. Faselte was von Piraten und so. Nee, der gehört zu niemandem hier. Gut zu wissen. Okay, Sie lass ich mal in Ruhe weiter baden. Wer ist das hier? Sonja! Hör mal, Schätzchen. Wenn du hier was anfassen willst, musst du es bei mir zahlen, klar? Was kannst du mir anbieten? Was kannst du mir anbieten? Du bist hier im feinsten Freudenhaus der ganzen Stadt, Schätzchen. Was du hier nicht findest, willst du auch nicht, verstehst du? Verkaufst du auch Informationen? Verkaufst du auch Informationen? Wenn das Gold stimmt, bekommst du alles von mir. Du gibst mir 10 Goldmünzen und stellst deine Frage. Wenn ich sie beantworten kann, werde ich es tun. Und wenn du keine Ahnung hast, von was ich rede? Dann behalte ich das Gold. Das ist ja riesig. Kein Spaß ohne Risiko, Schätzchen. Sympathisch. 50 Gold haben wir nicht. Wie läuft dein Geschäft? Wie läuft dein Geschäft? Seit die Weißen die Stadt abgeriegelt haben, wird unsere Kundschaft immer widerlicher. Schau dir doch bloß mal den Mistkerl Erickson da drüben an. Säuft den ganzen Tag und schlägt meine Mädchen. Und ich kann nichts dagegen unternehmen. Okay, eine Halskette. Ich will das jetzt nicht klauen. Schiffsoffizier? Olga! Na, kleiner Mann? Lust auf ein Abenteuer? Lass uns ein bisschen Spaß haben, ja? Geh zu Donna Sonja und bezahl mich. Dann bekommst du von mir alles, was du willst. Ich speicher mal. In der Hafenstadt. So, Erickson? Ich werde dir jetzt mal Manieren beibringen. Du willst dich unbedingt prügeln? Das kannst du haben. Na dann mal los. Alter. Das war heftig, wie schnell der mich jetzt fertig gemacht hat. Vielleicht müsste ich mal einen Heiltrank oder so zu mir nehmen. Einen Moment. Das hier. Ich werde dir jetzt... Na dann mal los! Tja! Mist. Hört damit auf! Hör auf! Das bringt doch nichts. Ich muss hier raus. So. Das bringt doch keinem was. Hör auf! Was soll das? Mist! Das war so knapp. Ein Schlag und ich hätte ihn... Ich komme mit dem Kampfsystem doch noch nicht so klar, wie ich das mir selber erhofft habe.
So. Hier. Und so. Vielleicht so speichern? Ich werde dir jetzt mal... Na dann mal los! So, wo ist die Tür hier? Ja! Das wird nicht gut gehen. So. Hier gibt's nichts zu holen. Ich hab's überstanden. Hi, Wurzel. Sorry. So. Okay, okay, du bist der Stärkere. Was willst du denn noch? Ist es besser für dich, wenn du jetzt gehst? Erzähl mir mal was von dem Schlüssel, den du bei dir hattest. Nee, es wäre besser für dich, wenn du jetzt gehst. Es ist besser für dich, wenn du jetzt gehst. Und fasst du die Mädchen hier noch einmal an, wirst du es bereuen. Verstanden? Ich bin ja schon weg. Nur nicht nochmal schlagen, ja? Okay. Sonja? Dem hast du es aber gezeigt, Schätzchen. Wurde auch Zeit, dass Eriksen endlich mal Schläge kassiert. Der Säufer Eriksen hat sich aus dem Staub gemacht. Das hast du gut gemacht. Ich dachte schon, ich müsste den Kerl ewig ertragen. Hier, dafür kriegst du von mir auch eine Belohnung, Schätzchen. Okay. 50 Gold erhalten. Kann ich mir direkt eine Nacht kaufen. Ja, Carol? Eriksen hat seine Packung bekommen. Ja, ich habe gesehen, dass er ordentlich Prügel bezogen hat. Das war klasse. Aber ich fürchte, das reicht mir nicht. Er wird immer noch hier auf der Bank sitzen und mich anstarren. Ich schätze, Eriksen wird sich hier nicht mehr blicken lassen. Endlich ist der Spuk vorbei. Du bist toll, weißt du das? Ich danke dir, mein großer Held. Hier hast du mein ganzes Gold. Ich werde mich jetzt erstmal hübsch machen. Und du? Pass auf dich auf, ja? Danke. Du auch. 70 Gold erhalten. Was denn? So. Komm, wollen wir es mal ausprobieren? Wie viel Gold haben wir denn? 143. Komm, Sonja. Gib mir ein Mädchen für die Nacht. Olga ist gerade frei. Sie ist dort drüben und wartet auf dich. Aber benimm dich, verstanden? Ich will keine Klagen hören. Okay, eine Nacht mit Olga. Neue Quest. Das ist sogar eine ganze Quest. Olga? Ich habe bei Sonja für dich bezahlt. Mal gucken, was da kommt. Das ist fein, Liebster. Dann lass uns gleich zur Sache kommen. Ich verspreche dir, diese Nacht wirst du nicht vergessen. Kommt da jetzt eine Zwischensequenz? Ich hoffe, dass es zensiert. Du bist ein toller Junge, weißt du das? Danke. Merkwürdig, dass du mir vorher nie aufgefallen bist. Ich bin ja auch noch nicht lange hier. Tja, und so wie ich dich einschätze, wirst du auch nicht lange bleiben, oder? Ich habe noch einiges zu erledigen. Schade. Nun, dann musst du tun, was du tun musst. Aber ich lass dich nicht gehen, ohne dir noch etwas mit auf den Weg zu geben. Wenn du mal jemanden verärgert hast und er will deswegen nicht mehr mit dir reden, kannst du ihn mit dieser Zauberspruchrolle hier wieder besänftigen. Dieser Zauber ist ein sehr mächtiges Mittel. Er kann so einiges wieder gerade biegen, wenn du mal etwas ausgefressen hast. Benutze ihn weise. Danke, ich gebe mir Mühe. So, ich muss nun gehen. Pass auf dich auf, Süßer. Wir haben die Rolle bekommen. Oh, nice. Aber ich hatte gehofft gehabt, mein Leben würde auch wieder voll werden. Okay,
Hafenstadt. Das speichern wir. Ericsson, Ordenskrieger. Darf ich hier lang? Minze. Revering. Hier gibt's ein Bett. Bis zum nächsten Morgen. Du bist Edgar? Nicht von hier. Pass lieber auf, dass die Inquisition dich nicht erwischt. Wie meinst du das? Ich meine, du solltest aufpassen, wem du hier auf die Füße trittst. Sonst liegst du am Boden und weißt nicht mal warum. Was muss ich über die Stadt wissen? Was muss ich über die Stadt wissen? Es gibt Orte, an denen du nichts zu suchen hast. Zum Beispiel das Lagerhaus am Hafen. Wirst du da erwischt oder versuchst du was zu klauen, kriegst du Ärger. Und wie sieht der aus? Unser Rechtssystem ist einfach, aber effektiv. Wir hauen dir aufs Maul. Auch wenn du Bürger verprügelst oder unser Vieh schlachtest, hauen wir dir aufs Maul. Und falls du mal jemanden umbringst, haut ihr mir aufs Maul. Genau. Und anschließend bringen wir dich um. Okay, was muss ich noch wissen? Was muss ich noch wissen? Wenn du mal Ärger hast, kann es vorkommen, dass die Leute nicht mehr mit dir reden. Und was mache ich dann? Am besten, du machst gar keinen Ärger. Und falls doch mal was passiert? Tja, das ist dann dein Problem. Okay, es ist doch eine Möglichkeit. Es muss doch eine Möglichkeit geben, Ärger wieder in Ordnung zu bringen. Es muss doch eine Möglichkeit geben, Ärger wieder in Ordnung zu bringen. Die Magier kennen da so einen Spruch, diesen Witzzauber. Witzzauber? Willst du mich verarschen? Es ist ein Zauberspruch. Er gibt dir das Gefühl, jemand hat dir gerade den besten Witz der Welt erzählt. Und? Und darüber vergisst du alle Verbrechen und hast keinerlei Grund mehr, auf jemanden sauer zu sein. Wo kriege ich diesen Zauber? Wie ich schon sagte, die Magier oben in der Vulkanfestung kennen diesen Zauber. Vielleicht findest du auch eine Spruchrolle hier in der Stadt. Und wer bist du? Wer bist du? Ich bin Edgar, Chef der Stadtwache. Früher lagen Recht und Gesetz in meiner Hand. Aber jetzt hat die Inquisition das Sagen und mich brauchen sie nicht mehr. Du bist ein guter Kämpfer? Du bist ein guter Kämpfer? Schwert und Armbrust sind meine Werkzeuge und wie schon mein Vater sagte, jeder Handwerker muss seine Werkzeuge beherrschen. Daran habe ich mich immer gehalten. Kannst du mich trainieren? Klar, aber gutes Training hat seinen Preis. Warum trainierst du nicht die Rekruten? Warum trainierst du nicht die Rekruten? Anstatt sofort jeden Apfeldieb zu verhaften, habe ich schon mal ein Auge zugedrückt. Aber davon versteht die Inquisition nichts. Sie halten sich strikt an das Gesetz. Und trotzdem wollen sie nicht auf unsere Erfahrung verzichten. Einer meiner Jungs, Bronco, trainiert die Rekruten. Unterrichte mich im Kampf. Unterrichte mich im Kampf. Stärke. Komm. Ich will stärker werden. Gut so. So, Schwertkampf 3. Armbrust 2. Wie sieht das jetzt aus? Wo war denn das? Eigenschaften hier. Stärke bin ich jetzt bei 15. Und ich laufe hier immer noch in Lumpen rum. Weasel. Ich gebe nichts. Wie geben? Wollte ich was von dir haben? Oh, ich dachte, du bist ein Flüchtling, der ein paar Münzen schnorren will. Du gehörst zu Don. Du gehörst zum Don. Ach, das hast du erkannt? Bist wohl ein ganz Schlauer. Was machst du hier? Ich mache gar nichts. Wie soll ich etwas machen, wenn die Weißen mich nicht aus den Augen lassen? Warum beobachten dich die Weißen? Warum beobachten dich die Weißen? Ich glaube, sie halten mich für einen Dieb oder Einbrecher. Und? Bist du einer? Nein. Früher habe ich den ehrenwerten Händlern sogar Schutz angeboten. Und dich dafür bezahlen lassen. So ist nun mal das Geschäft. Und jetzt? Jetzt wartet Carlos nur darauf, dass ich ihm einen Grund liefere, damit er mich aus der Stadt werfen kann. Aber den Gefallen werde ich ihm nicht tun.
Was weißt du über Carlos? Was weißt du über Carlos? Ein Krieger der Inquisition, ein weißer Ordenskrieger. Er ist der neue Herr der Stadt. Er und seine Wachen vertreten das Gesetz. Ach, was sage ich? Sie haben das Gesetz selbst in die Hand genommen. Verfluchte Bande. Vielleicht kann ich dir helfen. Vielleicht kann ich dir helfen. So, und wie willst du das anstellen? Lass mich einsteigen. Ich kümmere mich um deine Geschäfte. Wieso sollte ich dir vertrauen? Ja, du musst es wohl darauf ankommen lassen. Tja, hoffentlich ist dir klar, worauf du dich einlässt. Don Esteban schätzt es gar nicht, wenn man versucht, ihn zu hintergehen. Und ich auch nicht. Komm schon, gib mir eine Chance. Komm schon, gib mir eine Chance. Hör zu, Junge. Das hier ist das Viertel der reichen Säcke. Du kannst hier nicht einfach von Tür zu Tür gehen und Schutzgeld kassieren. Warum nicht? Hier sind die weißen Typen und die passen gut auf. Und wie läuft das hier? Bevor ich dir die Tricks zeige, mit denen du dir hier die Taschen füllen kannst, musst du was anderes für mich machen. Worum geht's? Worum geht's? Don Esteban unterstützt den Anbau und die Ernte von Brauke. Die Ernte wird vom Alchemisten Leonardo weiterverarbeitet. Gary, der Gehilfe des Alchemisten, bringt die Ware dann wieder zu uns. In letzter Zeit verschwindet allerdings ein Teil der Ware. Du meinst, da zweigt sich jemand was ab? Hast du schon einen Verdacht, wer es ist? Hast du schon einen Verdacht, wer es ist? Ja, ich denke, dass Gary dahinter steckt. Warum verprügelst du ihn nicht? Ich will nicht, dass die Weißen mich drankriegen. Und obwohl ich Gary für einen Feigling halte, weiß ich nicht, ob Schläge ihn zum Reden bringen. Wie kommt die Ernte in die Stadt? Wie kommt die Ernte in die Stadt? Belaste dich nicht mit Wissen, das gefährlich sein könnte. Und wenn die Ware schon auf dem Weg in die Stadt verschwindet? Nein, das passiert nicht. Wenn Leonardo die Ware bekommt, ist sie noch vollständig. Wie soll ich vorgehen? Wie soll ich vorgehen? Gary ist zu dumm, um auf eigene Faust zu arbeiten. Irgendwer hat ihn beauftragt. Wenn wir den kriegen wollen, musst du Gary verfolgen, wenn er die Krautpakete ausliefert. Und wenn er sich mit seinem Partner trifft, schnappst du dir die beiden. Alleine? Ich würde dir ja helfen, aber die Weißen lassen mich nicht aus den Augen. Und was habe ich davon, wenn ich dir die Pakete bringe? Was habe ich davon, wenn ich dir die Pakete bringe? Du willst dir doch die Taschen füllen, oder? Bring mir, was ich haben will, und ich zeig dir, wie wir die reichen Händler um ihren Besitz bringen. Ist das alles? Außerdem wirst du damit unser Vertrauen in dich stärken. Marcello ist nämlich scharf auf meinen hübschen Hintern und darf die Pakete nicht bekommen. Was passiert, wenn Marcello die Pakete bekommt? Was passiert, wenn Marcello die Pakete bekommt? Dann hätte ich keine ruhige Minute mehr. Jeder in der Stadt weiß, dass wir den Krauthandel kontrolliert haben. Deshalb haben wir auch damit aufgehört, als der Orden die Stadt übernommen hat. Mit den Paketen als Beweis könnte Marcello mir allerdings Schwierigkeiten machen. Ein unschöner Gedanke. Deshalb musst du die Pakete finden und sie mir geben. Ich werde Gary verfolgen. Gut. Gary arbeitet gegenüber von hier im Haus des Alchemisten. Stell dich neben oder hinter mich, damit er dich nicht sofort bemerkt. Er ist ein nervöser Bursche. Ich bin bereit, Gary zu verfolgen. Gut. Gary geht jetzt los. Lass ihn. Gib ihm ein wenig Vorsprung. Dann folge ihm, aber mit genügend Abstand. Aber verlieh ihn nicht aus den Augen. Wenn irgendwas schief geht, kommst du wieder zurück. Ist das Gary? Der sieht aus wie jemand, der Gary heißen könnte. Ja, ich lauf mal hinterher. Und es hat gespeichert. Aber echt, wir sind einfach wie so ein verlumpter Penner unterwegs. Sorry, wenn ich das so sage. Wir haben einfach keine Rüstung. Schwert und Schild ist immerhin schon mal etwas, aber wir haben nichts. Ich brauche eine Rüstung. Na, Süße? Wie wär's mit uns beiden? Ich biete dir Stunden der Lust, die du nie vergessen wirst.
Jetzt nicht. Jetzt nicht. Komm schon. Sehen sich deine Muskeln nicht nach einem warmen Körper? Ja, schon, aber... Welchen Teil von jetzt nicht hast du nicht verstanden, Süße? Ist ja schon gut. Dann halt nicht. Gary! Da oben. So. Hey, warte mal. Ich hab den besten Fisch der Stadt. Und du hast Glück? Weil heute heute ist und du bist, mache ich dir ein super Angebot. Lass hören. Wenn du bei mir einen Fisch kaufst, erhältst du einen weiteren gratis dazu. Das sind 2 Fische für den Preis von einem. Stell dir das mal vor. Ist das nicht unglaublich? Ich hab gerade zu tun. Ich kann's wirklich kaum glauben. So. Wo ist Gary schon wieder? Ist er das da? Flavio? Pavel? Oh nein. Gilles? Ich habe Gary verloren. Verdammt. Warum? Warte, hier geht's noch weiter. Da ist er. Gary. Und Cutter. Oh Mist. Was willst du hier? Bist du mir etwa gefolgt? Das war nicht besonders schwierig. Hey, Penner. Schön, du hast deinen Spaß mit Gary gehabt, aber jetzt hast du genug gespielt. Jetzt ist es Zeit für dich zu verschwinden. Vergiss es. Du rückst jetzt die Pakete raus. Hey, du bist gerade im Begriff, einen großen Fehler zu machen. Ich glaube auch. Das glaube ich nicht. Dann lässt du mir keine andere Wahl. Gary, jetzt kannst du was gut machen. Wir werden diesen Mistkerl das Maul stopfen. Für immer. Zeit für eine kleine Aktion. Ja. 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 Oh. Oh. Ja. 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 Hey. Oh. Hey. Verdammt. Ja, wie soll ich das hinkriegen? Zeit für eine kleine Lektion. Ja! Ja! Hey! Ho! Ho! Alter! Ja! Ich will sein Schild haben. Alter! Das Kampfsystem ist ja richtig beschissen hier. Nein, nein, nicht. Kein neues Spiel. Ah, oh, das mit einem neuen Spiel. Das hat mich jetzt gerade erschrocken. Ich wollte jetzt kein neues Spiel starten. Zeit für eine kleine Lektion. So, steck. Ja! Auch anvisieren. Alter. Das Kampfsystem, das ist richtig anstrengend.
Runter mit der Waffe! Oh Mist. Was mit? Zeit für eine kleine Lektion. Kann ich irgendwo Hilfe holen? Feigling! Ach, Leute. Bleib stehen! Lass doch. Endlich mal, was los hier? Ja! Hör auf! Das muss doch nicht sein. Ja. So, komm. Ha. Hey. Hey. So kann's kommen. Das ist nicht gut. So. Gut, das speichern wir. Dann fehlt jetzt nur noch Cutter. Runter mit der Waffe! Siehst du? Was ist, Würstchen? Wenn ich dir mal so richtig die Fresse polieren soll, musst du dich nur melden. Wenn du nicht reden willst, müssen wir wohl kämpfen. Ist mir ein Vergnügen, Penner. Zeit für eine kleine Lektion. Mist. Ja. Alter. Der soll auch anvisiert bleiben, bitte. Boah, das war knapp. Muss das schaffen gegen den. Muss das wirklich schaffen. Was ist? So. Zeit für eine kleine Lektion. Alter, ich drück doch B. Wir sehen doch auch an. Ich hasse das gerade. Ich hasse das gerade wirklich. Das Kampfsystem, ich hoffe in Risen 2 ist das dann besser. Dieses Kampfsystem ist was? Alles andere als geil. Zeit für eine kleine Lektion. Kann ich die Steuerung anpassen? So, die... Das ist... Spielleistung... Nee, Eingabe. Das ist so... Ich möchte die Steuerung anders haben, bitte. Oh!
hätte gern wirklich eine andere Steuerung. Ich würde das da gerne anpassen wollen. Ich guck mal, ob ich das gleich mal anpassen kann. Dann würde ich sagen, machen wir hier in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!